Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau. Ich möchte Ihnen jetzt den Film Einfach das Ende der Welt vorstellen. Es geht um einen jungen Autor, gespielt von Gaspard Ulliel, der nach 12 Jahren zu seiner Familie zurückkehrt, um ihr von seinem bevorstehenden Tod zu erzählen. Er hat überhaupt keinen Kontakt gehabt zu dieser Familie und man erfährt relativ schnell auch warum, weil diese Familie ist so hochneurotisch, dass sie gar nicht in der Lage ist, ihm auch nur mal für 5 Minuten zuzuhören. Das ist auch für den Zuschauer ein Problem, weil man überhaupt keine Nähe zu diesen Figuren bekommt und man kriegt auch gar nicht raus, was mit den Leuten überhaupt los ist. Da ist zum Beispiel der Bruder, gespielt von Vincent Cassel, der ist, will eigentlich nur seine Ruhe haben, ist gleichzeitig so hochaggressiv und so wütend auf seinen Bruder, dass er ständig auf Krawall gebürstet ist. Man weiß aber überhaupt nicht, vor welchem Hintergrund das eigentlich stattfindet. Also was ist in der Vergangenheit passiert, dass er die ganze Zeit so wütend ist. Die Darsteller sind wunderbar, der Film ist hochkarätig besetzt mit Marion Cotillard, mit Nathalie Baye, mit Léa Seydoux. Nur die Geschichte dreht sich komplett im Kreis und man ist als Zuschauer komplett aufgeschmissen, weil man gar nicht weiß, worum geht es überhaupt. Also worüber streiten die Figuren, warum kriegen sie keinen Kontakt zueinander. Gedreht ist der Film von Xavier Dolan, der wird seit seinem Debüt I Killed My Mother so ein bisschen als Wunderkind gefeiert. Das ist er auch. Er dreht irgendwie hochkomplexe Filme, die sind cineastisch sehr anspruchsvoll. Hier ist es so ein bisschen La Polar, also es ist sehr selbstverliebt wieder, wie er erzählt, aber für den Zuschauer ist es einfach wahnsinnig unergiebig.